egal ob schwarz oder Muslim oder Araber, wir sind alle Menschen. Wir haben das Menschliche in uns. Wir haben das nur vergessen. Alles, was wir gelernt haben in der Schule, muss man wirklich in, wie sagt man, hier, in Mülleimer einfach. Die Leute werden verblödet sozusagen. Meine erste Million Mark habe ich in den 80er Jahren gemacht. Ich war nicht zufrieden. Ich war sogar trauriger, weil irgendwas hat gefehlt. Bis irgendwann mal zack gemacht hat. Jetzt das ist das. Mit Menschen arbeiten, mit der Natur, die Welt verbessern, aber ohne Geld. Das Geld kommt von allein. Und so bin ich dann zu diesem Regenmachen gekommen. Das heißt, das ist die Erfindung wirklich des Jahrhunderts. In München hat man mich für einen Nobelpreis vorgeschlagen. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, das Wissen ist ehrlich gesagt nicht von mir. Das ist intuitiv. Das Wasser kam einmal die Woche, Mitternacht bis 2 Uhr. Heute kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, Wasser fließt 24 Stunden lang. Oh, super. Damals wollte man wirklich Wasser importieren mit Schiffen. Ist ja ein Hubschrauber abgestürzt und ich war drin und dann hörte ich deutlich eine Stimme, geh raus, und dann bin ich rausgesprungen. Die besten Freunde sind von einem Moment zum anderen gestorben und dachte, warum die und warum ich nicht? Es ist einfach. Man versteht nicht durch Formeln und durch abstrakte Sachen. Man muss wirklich alles mit der, sagt man, Augen von einem Kind. Weil da ist alles möglich. Ja. Jetzt bräuchten wir noch 5, 6 Anlagen hier in Deutschland. Dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite, weil durch diese Anlage, die Leute haben keine Angst. Die Leute, die da arbeiten, die arbeiten für die Gier. Deshalb sagt man Regierung. Ja. Alles ist möglich, auch wenn es uns präsentiert wird als unmöglich. Ja, natürlich, das ist die Lösung.